Wer war noch niemals in New York? Doch wer gerade eine Reise in die legendäre US-Metropole bucht, wird überrascht sein, wie wenig Unterkünfte derzeit auf Plattformen wie etwa Airbnb angeboten werden. Diese Woche trat in New York ein strenges Gesetz in Kraft, das Vermietungen für weniger als 30 Tage verbietet. Die Stadt will damit die Wohnungsnot lindern. Kritiker fürchten indes um die Einnahmen aus dem Tourismus. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist eines der beliebtesten Reiseziele weltweit. Deshalb ergibt das für mich keinen Sinn. Ich komme aus Birmingham, Alabama, etwa 5-mal im Jahr hierher. Deshalb schaue ich mich immer um. Die Hotelpreise sind heutzutage entsetzlich. Das neue Gesetz erlaubt die Vermietung von Zimmern nur, wenn der Vermieter selbst in der Wohnung wohnt und während des gesamten Aufenthalts anwesend ist. Dazu kommen weitere Einschränkungen und Gebühren sowie ein strenges Genehmigungsverfahren. Vermieter und Vermittlungsplattformen laufen Sturm gegen das Gesetz. Doch viele New Yorker hoffen, dass es sein Ziel erreicht, aus Ferienapartments wieder dauerhafte Mietwohnungen zu machen. Es ist schon schwer genug für uns New Yorker, eine Wohnung zu finden. Deshalb ist das eine gute Sache, ganz bestimmt. New York ist nicht die erste Metropole, die das Geschäft mit den Urlaubsunterkünften einschränkt. In San Francisco, der Heimat von Airbnb, sind Kurzzeitvermietungen auf maximal 90 Tage pro Jahr beschränkt, genauso wie in Berlin.